Willkommen zurück bei The Forest. Wir haben hier jetzt zwei Wege, die wir weitergehen können. Einmal da unten lang, einmal hier geradeaus weiter vom letzten Mal. Und, oh, okay, da kommt wieder eine Wand. Mal schauen, ob ich die auch wieder kaputt hauen kann. Das geht. Oh, die nächste Wand. Kommt mir vor wie in so einer Grabkammer aus Ägypten. So, mal wieder meine kleine Fackel anmachen, die einen halben Meter weiter Licht bringt. Aber ganz cool gemacht, ne, mit den ganzen Effekten hier. Mit dem Tropfen des Wassers. Boah, ich... Fuck! Fucking Hölle. Ach, herrje. Na geil, ey. Alter, das ging jetzt aber auch schnell. Es gibt sogar für die Höhlen die Karten. Ah, das wusste ich gar nicht. Oh, shit, ey. Ist das die Höhle, in der wir schon mal gefangen waren? Kohle her. Blöden Tennisbälle. Da hätte noch ein Kompass dabei, haben wir aber schon einen. Ah, ein Snack. Okay. Ich sehe nichts, ey. Es ist so dunkel in den Höhlen, ey. Sorry, wartet mal. Ich muss mal... Ah, Höhlenhelligkeit. Das ist mir wirklich so dunkel, dass ich so gut wie nichts sehe. Gut, das hat jetzt, glaube ich, gar nichts gebracht. Ja, ein bisschen vielleicht. Okay, da geht es auf alle Fälle noch weiter runter. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klug ist. Machen wir einfach mal. Okay, das mit der Höhlenhelligkeit funktioniert irgendwie nicht so richtig. Wo kommt denn eigentlich das her? Hier ist doch gar kein Wasser. Ach, hier von der Seite. Hat da gerade jemand gelacht? Oh oh. Ach nö. Da ist einer. Nein! Nein! Ja, ich klopfe dir wieder alle Zähne raus. Alter, fick dich! Fick dich!
Blöde Bastard, ey. Ich dachte, der wäre schon längst kaputt. Ist noch eine Holztür. Ich will hier raus. Ich will einfach nur noch weg von hier. Oh, Bilder. Klasse. Uiuiui, das kann ja noch heiter werden hier. Oh nee. Ach nee. Oh, das war klug. Oh, komm schon. Och ja, genau. Och nee. Oh, es ist sinnlos mit diesem scheiß Beil, ey. Ach fuck, echt jetzt? Och nö, oder? Na toll, ich könnte bloß die... Bloß die Daten wieder laden. Ach Mann. Das ist aber auch schon ein bisschen her, als ich gespeichert hatte. Okay, wir haben es verdient. Wir waren echt ein schlechter Überlebender bis dahin. Fuck, ey. Na gut, immerhin stehen wir hier wieder da. Ach nee, ich muss nochmal. Muss nochmal die Sachen kombinieren. Das Teil war noch nicht fertig. Können wir das nochmal wieder gut machen mit dem Seil? Ah, Mann, ey. Das war ja gerade so sinnlos. So auf die Fresse bekommen von den blöden Arschlöchern. Mann, Mann, Mann. Ja gut, immerhin werden die Spielstände dann nicht gelöscht. Da können wir ja dann einfach weiterzocken vom letzten Savegame aus. Aber vermutlich sollte ich öfter speichern. Gerade vor so einer Höhlentour. Ach herrje. Ah, die sind aber auch verzweigt, die Höhlen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so krass sind. Nee, das sind die falschen, das sind die roten, die dürfen wir nicht anknabbern. Muss man denn zwingend in die Höhlen rein? Kann man da noch was machen, dass es da drin ein bisschen heller wird? Weil ich sehe so gut wie nichts hier auf meinem Bildschirm. Auch mit der Erhöhung der... der Helligkeit in den Höhlen, was ich dann in der letzten Folge vorgenommen hatte. Na, ja. Das hat irgendwie nichts gebracht.
Das ärgert mich immer noch ganz schön. Ich bin ja froh, dass sich hier noch nicht so viele angesammelt haben. Man nimmt den Stock. Oh, da war ein Bein. Ach, ganz cool. Man nimmt doch das mit, was du noch nicht voll hast. Ja, Stöcke. So, und hier hingen ja noch mal ein paar Seile rum. Da, zwei. Da können wir wenigstens die Plattform anders fertig bauen. Dann muss ich da nicht überlegen, wie ich da einen Steg hochkriege oder eine Treppe oder sowas. Auch voll. Können wir direkt nochmal die beiden Menschen Sachen oder die was haben wir denn da gefunden? Ja, hier, ihr wisst schon, Arme oder was wir da gefunden haben, die nochmal verbraten. Ah, Beine waren das, zwei Beine. So. Immerhin. Etwas besser gemacht. Da ist das Loch, genau. Das wollte ich mir auch nochmal anschauen. Ihr meintet auch, ich kann auch in die Palisaden irgendwelche Tore reinbauen. Was müsste ich denn dafür nehmen? Halt, nein, 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 nein. Eine Lochsäge? Bräuchte ich eine Lochsäge für? Mit der Lochsäge haben die bestimmt auch das Loch da hinten reinge... Nein, 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 nein! Glück gehabt. Das Loch hier reingebuddelt. Da ist eine Höhle, guck mal. Steht ja da, Höhlen und Nachthelligkeit. Es ist schon wirklich sehr, sehr dunkel jedes Mal. Ich will da jetzt nicht reinfallen. Was könnte man denn hier bauen, um da so einen Pfad... Kletterseil. Ich will jetzt nicht da reinrutschen.
da unten Wasser? Falls ja, könnte ich doch vielleicht einfach reinspringen, oder? Das könnte man vielleicht mal versuchen. Aber da drüben, da ist ja so ein Vorsprung mit der Höhle. Da würde ich gerne mal hin. Oh nee, da ist nicht alles voller Wasser. Weil das steht ja irgendwo auf unserer To-Do-Liste mit. Weiß aber nicht, wo ich die hier. Hier, bei dem Häkchen. Finde einen Weg in den Kessel. Ich meine, das ist kein Einschlag von einem Asteroiden oder sowas. Das sieht ein bisschen anders aus. Oder so ein Kran. Uff. Wie würde der denn funktionieren? Geht ja nur von unten nach oben, oder? Ah, okay. Okay. So eine Seilrutsche irgendwie. So drüber spannen ohne auch nö, oh nö, 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 nö. Shit. Haut bloß ab, ey. Doch, ich hätte noch eine Idee, aber da müssten wir warten, bis Tag wird. Das kann ich jetzt nicht bei Nacht machen. Muss jetzt erstmal wieder hochfinden. Es könnte vielleicht klappen, da einen Weg reinzufinden. Na komm, pack mal dein kleines Feuerzeug aus. Also das mit der Nachthelligkeit und der Höhlenhelligkeit, kann ja sein, dass das nicht so ganz funktioniert. Ich meine, ich finde es auch super, wenn Nächte richtig dunkel sind und Höhlen auch richtig dunkel sind, aber wenn ich dann gar nichts mehr erkenne. So, unüberwindbar unsere Palisade. Ja, mit dem freien Bauen so einen Steg bauen. Speicher mal. Wichtig. Also, dass wir sagen, wir machen da unten bei dem Loch einfach irgendwo. So eine eigene Treppe oder so eine eigene Plattform. Achso, die bleibt da, die kann ich gar nicht ziehen.
Man könnte es vielleicht mit so einem eigenen Boden machen. Ne, oder auch nicht. Wir sollten hier irgendwas runterbauen. wo war denn? Wie kann ich so ein Kletterseil bauen? Wo muss das dran, damit ich ein Kletterseil bauen kann? Schubst. Nein, 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 nein. Ah. Geht doch. So, da drüben ist irgendwo die Höhle. Naja, und ich dachte halt, wenn wir... dass man sich so immer Stück für Stück näher. Da unten vorarbeitet. Irgendwie. Darunter fallen. Na, dass man sich dann so da irgendwie den Weg runterbahnt. Oh, da bräuchte ich dafür schon 28 Baumstämme. Da darf halt nichts schief gehen bei dem Bauvorhaben, sonst hat sich das sehr schnell erledigt. Weiß halt nicht, ob das wirklich Sinn macht. Oder halt wirklich nur so eine Plattform irgendwo hier hin. Und dann mit so einem Seil runter. Wahrscheinlich bin ich sowieso noch nicht bereit dafür, in irgendeine Höhle zu kriechen da unten. Hier müsste das irgendwo sein. Scheiße, ich sehe es nicht. Ach, Mann, oh. Na, dass man dann sagt, man baut sich hier irgendwo eine Plattform hin, die viel zu viele 111 Baumstämme bräuchte. Ach, auch so viele. Mann, immer das falsche Menü. Tja. Komme ich denn hier wieder hoch?
Da ist doch kein Wasser drin. Sah vorhin aber so aus. Ah, verdammt. Okay, da komme ich wieder hoch. Tja, wie macht man das am besten? Das wäre zu einfach, oder? Hier einfach irgendwo so ein Seil anbringen, das geht nicht. Da ist ja noch ein Loch. Ach, herrje. Aber das da drüben halt über so eine Treppe nach unten zu machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so der einzige Weg ist, dass man sich so langsam da was runterbaut. Oder etwa doch. Da hinten rennen sie schon wieder. Einer zumindest. Mist. Hau ab. Ich meine, man müsste ja auch nicht hier anfangen, wo das, wo es noch am höchsten ist, sondern dann eher da hinten vielleicht irgendwo. Boah, aber da bin ich erstmal auf euer Feedback gespannt, ob man da wahrscheinlich über andere Höhlensysteme da irgendwie reinkommt. Vielleicht ist das da unten ja auch kein Eingang, sondern erstmal ein Ausgang. Hier hoch, und da müsste ich mir was überlegen, wie ich da am besten jedes Mal hochkomme. Das wäre doch mit so einem Kran eigentlich ganz geil. So, warte, ich muss da schnell einen Weg nach oben finden. Brauche wahrscheinlich auch unendlich viele Baumstämme dann. Komm schon. Lass uns hier so einen Kran hinbauen. Sechs Seile, 39 Baumstämme. Dafür. Das geht. Wobei da hinten ja noch Baumstämme wegfallen für das andere. Das reiße ich mal eben ab. Ich gehe nochmal runter. Das wäre mir schon ganz angenehm, wenn wir da ja, tatsächlich so einen Kran hätten, falls das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass ich darüber noch irgendwas bauen kann. Fünf Seile fehlen. Na, Holz würde ja hier unten ganz gut rumliegen. Das dürften wir zusammenkriegen. So, das hier drüben reiße ich erstmal schnell wieder ab. Nur 11 Baumstämme? Ehrlich? Mehr nicht? Mehr nicht. Für andere Sachen bräuchte ich Hunderte. Na gut. Dann wollen wir das doch nochmal schnell machen. Zack. Baum. Ich komm, gestern ging es, dass ich an eine Stelle hauen konnte. Und die Teile sind abgefallen. Klappt heute nicht mehr.
Alter, ich dachte gerade, hier wäre ein Eingeborener. Müssten wir wahrscheinlich nochmal das große Eingeborenenlager und da die Seile nochmal zusammen, 5 Stück noch. Die kriegen wir schon irgendwie zusammen, aber. Ja gut, könnten da schon rumhängen, da gibt es ja einige. Einige kleine Hütten, wo mal welche drin hingen. Am letzten kleinen Ast hing er da unten fest. Gut. Zack, zack. Sieht ein bisschen wackelig aus, ne? 3 noch. Sogar noch einer mehr, aber den brauchen wir hier gar nicht. So, das hätten wir. Nur noch 5 Seile und dann können wir das Teil fertig bauen. Das ist ja genial. Das ist ja echt super. Ich hoffe, dass ich dann da einfach eine normale Plattform von links nach rechts ziehen kann. Oder so eine Treppe. Das sieht schon geil aus, wie das Wasser hier so runterrinnt. Oder da so abtropft. Das macht schon echt keinen schlechten. Lass mich doch noch hoch. Hoch mit dir. So. Ich werde es vermissen, wenn der Kran fertig ist. So, okay. Jo, dann machen wir für hier heute Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht ein paar Tipps wegen dem Loch. Also nicht zu viel spoilern, aber eventuell, wie man da besser zurechtkommen würde. Ich speichere mal. Oder wie ich das vielleicht angehen kann, in welche Richtung ich da gucken sollte. Jo, in der nächsten Folge versuchen wir mal die Seile zu finden für unseren Kran. Und das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.